Ich bin homosexuell, bin offen damit umgegangen. Und das ist schon mal der erste Grund, wo man denkt, okay, der hat jetzt kein Problem, sich damit Sachen anal einzuführen. Und ich war eh genervt auf diesen Vollzug und dachte mir so, ach, jetzt fick ich euch richtig. Und dann wurde ich in der Küche beim Sauermachen gefragt von zwei Leuten, die auch wegen EncroChat in Haft sitzen, die rechtskräftig verurteilt worden sind wegen Schmuggeln. Und wurde gefragt, ob ich Lust hätte auf einen Transport. Und ich sollte eigentlich, sowas abgemacht, 50 Gramm Hasch in die Altstadt einschmuggeln und sollte dafür die Hälfte, also ein Drittel bekommen. Als ich dann entlassen worden bin und ich dann mal einzelne Namen gegoogelt habe und Sachen so erfahren habe, dann weiß ich, zu was für Leuten die gehören. Das war mir im Gefängnis gar nicht so bewusst. Das liegt auch einfach daran, dass die mir alle voll wohlgesonnen waren. Also die haben nichts Negatives gemacht. Die haben auch nicht zu mir gesagt, bring 100 Gramm rein, sonst hauen wir dich. Also die haben mich gar nicht gezwungen, es war alles auf Freiwilligkeit. Und das war so ein bisschen das Problem. Also ich habe die einfach als, ich denke jetzt total naiv, aber als Freunde wahrgenommen.